Eine Konzeptaufgabe zum Thema isotonische Lösungen. Folgende Frage- und Antwortmöglichkeiten sind zu klären. Isotonische Lösungen besitzen immer a. einen identischen Schmelzpunkt, b. einen identischen Siedepunkt, c. eine identische Konzentration und oder d. eine identische Osmolarität. Zunächst einmal unterscheidet man zwischen drei verschiedenen Kategorien einer Lösung, die im Folgenden kurz erklärt werden. Die hypotonische Lösung, die hypertonische Lösung und die isotonische Lösung. Die hypotonische Lösung. Zu Beginn eine kurze Definition zum Begriff der Osmose. Angleich der Konzentration zweier unterschiedlich konzentrierter Lösungen, die durch eine Membran getrennt sind, die für das Lösungsmittel durchlässig ist, durch die Diffusion des Lösungsmittels. Hypo kommt aus dem Griechischen und bedeutet unter. Eine hypotonische Lösung ist also eine Lösung mit geringerem osmotischen Druck als ein Vergleichsmedium. Zur Erläuterung des osmotischen Druckes, Druck, den die gelösten Moleküle auf der höher konzentrierten Seite verursachen. Ein Beispiel für hypotonische Lösungen findet man in der Biologie. Bringt man eine Zelle in eine hypotonische Lösung, so diffundiert Wasser in die Zelle. Dieser Vorgang ist im folgenden Bild dargestellt. Nun zur hypertonischen Lösung. Hyper kommt aus dem Griechischen und bedeutet über. Eine Lösung mit höherem osmotischen Druck als ein Vergleichsmedium ist also eine hypertonische Lösung. Auch hier ein Beispiel aus der Biologie. Bringt man eine Zelle in eine hypertonische Lösung, so diffundiert Wasser aus der Zelle. Das Bild zeigt, wie Wasser aus der Zelle diffundiert. Weiter zu den isotonischen Lösungen. Isotonische Lösungen sind Lösungen mit gleicher Konzentration bzw. gleichem osmotischen Druck wie im Vergleichsmedium. Es herrscht also ein Konzentrationsgleichgewicht. Auch hierfür ist die Zelle ein Beispiel. Innerhalb der Zelle liegt der gleiche Konzentrationswert vor wie in der Lösung, in der sie sich befindet. Wasser diffundiert also aus der Zelle in die Lösung und umgekehrt. Somit ist der Druck innerhalb der Zelle immer gleich. Ein weiteres Beispiel ist eine 0,9%ige Kochsalzlösung. Sie besitzt nämlich den gleichen osmotischen Druck wie das Blutplasma. Auch hier ist noch einmal in einem Bild die isotonische Lösung dargestellt. Wasser diffundiert also sowohl aus der Zelle als auch in die Zelle. Kommen wir nun zur Klärung der Frage, besitzen isotonische Lösungen immer den gleichen Schmelzpunkt? Sind zwei Lösungen A und B isotonisch, so besitzen sie denselben Dampfdruck. Daher müssen A und B auch bei ihrem Gefrierpunkt dieselbe Temperatur haben, besitzen somit denselben Schmelzpunkt. Zur Erläuterung des Dampfdrucks. Ein reiner Stoff befindet sich in einem geschlossenen Behälter mit konstantem Druck. Der Druck der Gasphase, die sich mit der kondensierten Phase im Gleichgewicht befindet, ist der Dampfdruck bei gegebener Temperatur. Wichtig ist noch zu sagen, dass der Dampfdruck nur temperaturabhängig ist. Antwort A ist somit richtig. Zur nächsten Antwortmöglichkeit. Besitzen isotonische Lösungen immer einen identischen Siedepunkt? Zwei Lösungen mit gleichem Lösungsmittel haben bei ihrem Siedepunkt den gleichen Dampfdruck. Da wir aber eben gesagt haben, dass der Dampfdruck nur eine Temperaturabhängigkeit aufweist, müssen die Temperaturen der Siedepunkte somit gleich sein. Lösungen desselben Dampfdrucks und derselben Temperatur sind isotonisch. Somit haben isotonische Lösungen den gleichen Siedepunkt. Antwortmöglichkeit B ist also ebenfalls richtig. Antwortmöglichkeit C lautet, die isotonischen Lösungen haben immer eine identische Konzentration. Lösungen gleicher Konzentration, also gleicher Molarität, beinhalten nicht unbedingt gleich viele gelöste Teilchen. Ein Beispiel hierfür ist eine einmolare Kochsalzlösung. Hierin befinden sich ca. doppelt so viele gelöste Teilchen wie in einer einmolaren Glukoselösung. Somit sind die Lösungen nicht isotonisch. Antwortmöglichkeit C ist also falsch. Die letzte Antwortmöglichkeit. Isotonische Lösungen besitzen immer eine identische Osmolarität. Zunächst den Begriff der Osmolarität. Maß für die Anzahl gelöster Teilchen. Lösungen gleicher Osmolarität besitzen die gleiche Anzahl gelöster Teilchen und sind daher isotonisch. Auch hier sei ein Beispiel genannt. Eine einmolare Kochsalzlösung und eine zweimolare Glukoselösung besitzen die gleiche Osmolarität, ca. 2 mol gelöste Teilchen in einem Liter, 2 Osmol pro Liter.
Somit lässt sich also sagen, dass Antwortmöglichkeit D ebenfalls richtig ist. Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass isotonische Lösungen immer einen identischen Schmelzpunkt besitzen, einen identischen Siedepunkt, aber nicht eine identische Konzentration, jedoch eine identische Osmolarität.